27. März 2005, Hochfest der Auferstehung des Herrn, Ostersonntag. Jesus, ich bin auferstanden. Ich bin erneut mit euch. Ich bleibe jetzt ewig mit und unter euch, bis ans Ende der Zeit. Ich habe die Menschheit vom Joch der Sünde und des Todes erlöst, damit alle, die an mich glauben, ewig leben können. Ich erbitte von euch Glauben und aus dem Glauben entspringende Taten. In der Auferstehungsliturgie bekennt ihr feierlich euren katholischen Glauben und widersagt dem Satan sowie all seinen Versuchungen und Verlockungen. Ich bitte euch inständig, dies auch bewusst zu leben. Die stetig anwachsende teuflische Bosheit und Verlockung verlangen nach einem größeren und festeren Widerstand von Seiten der Gläubigen. Es bedarf eines größeren und tieferen Glaubens, damit ihr bestehen könnt. Unzählige weltliche, geistige Strömungen bedrängen den Glauben. Betet deshalb um die Gnade der Beharrlichkeit und tut selbst auch alles dafür. Durch meinen Kreuzestod und meine Auferstehung habe ich für euch das Tor zum ewigen Leben geöffnet. Meinen Nachfolgern biete ich in meiner barmherzigen Liebe das unvergängliche, glückselige Leben in der Ewigkeit an. Die Berufung des Christen besteht darin, in meiner Nachfolge, in einem seinen Glauben bekennenden Leben, den göttlichen Willen zu suchen und zu erfüllen, um über Leid und Tod einst in die Herrlichkeit der Auferstehung und die Glückseligkeit des ewigen Lebens zu gelangen. Ich habe euch eingeladen, eure Mitmenschen zu leuchten wie das Licht auf einem Leuchter. Lasst mein Licht aus euch und durch euch strahlen. Lasst die Freude, das Glück und den Frieden des auferstandenen Lebens so euer Herz, eure Seele, euer ganzes Inneres durchdringen, dass ihr dies auf alle Menschen ausstrahlt. Ich möchte, dass ihr stets Frieden und Freude auf alle eure Mitmenschen ausstrahlt, auf alle, denen ihr in eurem ganzen Leben begegnet. Seid Menschen der Liebe, des Friedens und der Freude. Um dies zu verwirklichen, erteile ich euch allen den Segen meiner barmherzigen Liebe. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.